Hi, meine Lieben, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Alles Gute zum Äquinox. Es kommt ein großer Shift jetzt und ich freue mich sehr darüber. Ich hoffe, ihr feiert und zelebriert es angemessen für euch und ob ihr das jetzt irgendwie mit einem Licht entzünden zelebriert oder rausgeht. Ich habe ja jetzt gestern von einem Freund, nee, heute. Von einem Freund, der in Mexiko ist, der ist in Tijuana, aber ich kann es nicht aussprechen, Tijuana, auf jeden Fall eine große Stätte in Mexiko, wo Pyramiden stehen. Das ist, glaube ich, eine der größten Städte, die es dort gibt. Und der hat dort ja, die Zeit verbracht oder verbringt sie gerade dort und hat wilde Tänze gepostet und es sah so ganz toll aus. Vielleicht werde ich das auch irgendwann mal schaffen, das dann, wenn ich in Mexiko bin, zu zelebrieren. Ja, wie gesagt, es kommt jetzt ein Shift endlich. Ich freue mich darüber und wir schauen uns jetzt mal an bei der männlichen Energie die mentale Ebene. Wir haben jetzt hier einmal die Karte Partnerships and Alliances. Ja, also ihr seht, dass man sich hier die Hände reicht und eine rosa und blau da ist. Also ne, einmal die männliche Energie, die weibliche Energie. Das ist eine Energie, die mit Teamwork zu tun hat. Also praktisch gibt es jemanden, der ausbildet, der Ausbilder, könnt ihr auch als Spirit bezeichnen. Vielleicht ist es tatsächlich auch eine Person, man weiß es nicht genau. Hier haben wir auf jeden Fall die Darstellung, dass zwei sich die Hände reichen und in die Allianz eintreten. Wir haben zudem die Karte des Kronenchakras, also etwas, was in den oberen Chakren passiert. Eingebungen, die Verbindung zum Kosmos, die damit ausgedrückt ist. Wir haben praktisch das Chakra offen und es könnte also gut sein, dass da momentan sehr, sehr viele Eingebungen kommen, die zu einem Neuanfang führen. Wir haben die Karte The Fool. Ja, also wir haben jetzt hier praktisch eine, wie heißt das denn, Eclipse dargestellt auf dieser Karte. The Fool ist praktisch der Neuanfang, das Alte hinter sich lassen, ein neues Abenteuer reingehen. Das hatten wir jetzt auch ich glaube, in den letzten zwei, drei Readings als Ankündigung. Es ist also ein großer Wechsel, der jetzt hier passiert. Und ja, wie gesagt, es kommen Einspeisungen und Ideen und DNA-Upgrades vor allen Dingen über das Kronenchakra. Das ist also eine sehr kosmische Wandlung, die jetzt hier gerade bei Divine Masculine passiert, um, wie gesagt, ja, wieder in diese Sonnenenergie reinzukommen. Wir haben bei der Sektion des Emotionalen einmal die Karte Open Up. Ja, es kann also gut sein, dass Divine Masculine hier eine ganze Zeit lang dicht gewesen ist, sich nicht geöffnet hat, nicht wirklich teilen konnte, sich zurückgehalten hat, aber auch nicht loslassen konnte. Ja, und man wartet eigentlich darauf, dass hier Entscheidungen kommen. Two of Wands, hier kommt auch wieder Sonnenenergie, ja, die damit zu tun hat. Divine Masculine ist den Berg hochgestiegen, hat sich selber beleuchtet in irgendeiner Form. Und ja, ich denke, dass Divine Masculine daran arbeitet, ja, einen richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Ja, wie gesagt, vielleicht noch ein bisschen abwartet, sich zu öffnen, aber grundsätzlich eben da ist. Wir haben die Karte Blossom. Ja, Sonnenenergie auch wieder, also die beiden Feminine wirbelt hier richtig kräftig im Sternenstaub. Ja, das sind kosmische Verschiebungen, die hier auch passieren auf eine gute Art und Weise. Und es geht darum, Kontrollmechanismen loszulassen. Ja, es kann also sein, dass das etwas ist, was aus der Vergangenheit kommt. Die Situation soll sich auf eine ganz natürliche Art und Weise entfalten. Manchmal ist es aber auch so, wir nehmen ganz viel von unseren Eltern mit, von den Großeltern, von der Ahnenreihe, von, weiß ich nicht, Tante, Onkel, keine Ahnung. Und es könnte sein, dass es hier in irgendeiner Form in der Kindheit eine Situation gegeben hat, wo Kontrollmechanismen der Eltern ausgeübt wurden. Ja, schaut mal, wir haben hier einen Mann sitzen und hier ist die Frau mit dem Kind und ne, das sieht so aus wie eine Streitsituation. Da sind die Engel, sorry, beziehungsweise Spirit ist gerade dabei, das Ganze zu lösen. Das ist auch ganz interessant mit dieser Karte hier zusammen, Open Up, also sich zu öffnen, ja, Dinge zuzulassen. Ja, vor allen Dingen das Emotionale dann auch miteinander zu teilen. Das ist auch ganz wichtig. Und wie gesagt, hier wartet man praktisch auf den richtigen Zeitpunkt, um in diese Energie eintreten zu können. Ja, die beiden Feminine, die Betrachtungsweise finde ich sehr schön. Wir haben einmal den Erzengel.
Raphael, das ist der Medizinmann, ja, der über die Ebenen kommt, mit seinem Medizinsäckchen und praktisch die geistige Ebene heilt. Es geht darum, dass man in eine Reunion kommt, also Three of Chalicles, also die drei der Kelche. Das ist eine Zeit der Zelebration, das ist eine Zeit der Wiedervereinigung. Ja, und das sieht so aus, als ob Divine Masculine sich tatsächlich darauf hinarbeitet, hier in einen Neuanfang reinzugehen. Also selbst wenn man irgendwie, weiß ich nicht, die ganze Zeit lang nichts voneinander gehört hat und vielleicht auch die Energie ein bisschen abgeschnitten war. Das könnte also durchaus gut sein. Letzten Endes ist das aber hier eben, wie gesagt, auch etwas, was eine Heilung über das Herzchakra herbeiführt. Ja, dass man sich, oh sorry, ihr konntet das gar nicht sehen gerade, Entschuldigung, ja, dass man sich wieder über die Herzensebene öffnen kann. Und da hilft Raphael jetzt dabei, ja, dass man hier diese 11 ist die Zahl, ja, Cornucopia, das Füllhorn, wo es genug zu essen gibt, genug Liebe gibt, also für alle auch, ja. Und das ist eine sehr schöne Szenerie in diesem Wald hier. Ich glaube, da möchte man sich ganz gerne treffen. Wir haben das Licht von Spirit, also hier ist alles irgendwie, ne, mit Licht bedacht. Und ich denke, man möchte sich hier ganz gerne treffen, ja, gerade auch, ne, in Anbetracht auf der Divine Feminine. Also das sieht so aus, als wäre hier in irgendeiner Form etwas in Planung. Wie gesagt, vielleicht wartet Divine Masculine auf den richtigen Zeitpunkt, um hier etwas zu eröffnen. Das könnte auch recht überraschend sein, ja, gerade für Divine Feminine, die hier praktisch, Moment, ich muss mal eben kurz ein bisschen rücken. Moment. Ich wollte heute eigentlich einen neuen Tripod kaufen, nur wir haben einen Feiertag in Kolumbien. Von daher wird er wahrscheinlich dann irgendwann im Laufe der Woche eintreffen. So. Die beiden Feminins hier noch so mit ihren Zweifeln beschäftigt. Ja, der mentale Konflikt, hin und her gerissen sein, nicht wissen, was ist denn jetzt hier überhaupt los? Ist das wahr? Bilde ich mir das alles ein? Dann auf der anderen Seite wieder Selbstsicherheit haben und dann 2 Minuten später ist man wieder hier irgendwie in einer totalen Zersetzung unterwegs. Hier geht es darum, mal ein bisschen so von den Früchten zu naschen, die uns gegeben werden. Ja, gerade als Divine Feminine schaut man, sie steht hier sehr selbstbewusst, ist jetzt Page of Pentacles. Deklariert, ja, nascht hier von den Trauben. Also es ist, wie gesagt, so ein großes bisschen vom Leben nehmen und mal diese ganzen Ängste loslassen. Es geht darum, also tatsächlich hier mal diese Geschichten, die man sich selber erzählt. Ja, wenn man entweder abends im Bett liegt oder zwischendurch, das ist genau das, was hier dargestellt ist. Ja? Dass man sich irgendwie zu viele Gedanken macht, zu viel im Kopf unterwegs ist, alles kaputt analysiert, ne, bis dann nichts mehr übrig ist und ne, dann kommt wieder irgendwas Neues und dann sitzt man da und zermartert sich. Versucht das mal loszulassen. Ja, diese Geschichten, dass das nicht klappen kann und ihr sollt in jedem Moment fokussiert bleiben, ja, und vor allen Dingen auch auf Lösungen fokussiert sein, ja, die dann kommen und zelebrieren, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Das ist das, was diese Person hier macht. Der Page ist jetzt noch kein Ritter, keine Königin und so weiter, sondern ist gerade am Anfangsstadium. Guck mal, hier haben wir so einen kleinen Zwerg. Ich glaube, der bringt irgendwie Blümchen. Ich weiß es nicht ganz genau. Und ne, also, selbst wenn man irgendwie nur am Anfang davon ist, hier von den Trauben zu naschen, ja, und sich auf andere Dinge zu konzentrieren und Ängste loszulassen. Es kann natürlich immer sein, dass man stolpert. Aber ne, das zeigt auch, wie gesagt, dass es das jetzt eine Herausforderung ist. Und hier ist die Frage, wie lernbereit seid ihr? Die hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch, oder in den letzten Readings. Ihr wisst, ihr könnt die Geige spielen, aber spielt ihr die dann auch wirklich? Ja, das ist eben so dieses Ding. Ihr wisst, ne, dass das, was auf der Twin Flame-Reise geheilt werden soll. Ja, also wir gehen durch ähnliche Prozesse durch. Das mag bei jedem trotzdem was anderes sein, aber irgendwie ist es ähnlich. Ja, und man weiß es. Und irgendwie ne, sitzt man hier und sträubt sich so ein bisschen. Das könnte gut sein, dass das mit Widerständen zu tun hat. Wir haben bei Divine Masculine den Turm. Hier ist es sehr schön ausgedrückt als Rebuild. Ja, also der Blitz hat eingeschlagen. Das war jetzt gerade auch in den letzten Readings immer mal wieder. Das war eine sehr schwere Zeit. Hier kommt auch wieder Sonnenenergie. Hier geht es darum, wieder etwas aufzubauen, auch die Beziehung zu Divine Feminine aufzubauen. Und hier haben wir Divine Masculine als The Sun. Ja, den Sonnenkönig, den Sonnenpriester, der hier steht und in seine volle Kraft reinkommt.
Ja, der sich nicht vom Schatten irgendwie wegjagen lässt und ne, sich dem Schatten natürlich auch bewusst ist, aber mit Milde und Güte strahlt. Und das kann ein Hinweis auf das innere Kind sein, ja, was hier in irgendeiner Form nochmal der Heilung bedarf. Es ist also so, dass wenn wir irgendwie eine innere Kindheilung machen oder etwas an die Oberfläche kommt, heißt das nicht, dass das für immer und ewig geheilt ist, sondern es kommen immer wieder irgendwie neue Themen ja, dazu hoch. Ja, das ist das Ding. Das kann auch mit Vaterthemen in Verbindung hängen. Ja, die Sonne, die hier dargestellt ist und Divine Masculine muss jetzt mal lernen, irgendwie nicht immer recht zu haben. Ja, und selbst wenn sie recht haben, vielleicht mal so ein bisschen liebevoller umzugehen und nicht irgendwie mit Vorwürfen zu kommen und du hast dies und das und jenes gemacht. Das können die auch ganz gut. Ja, also auch die Divine Masculine, die sind manchmal sehr in ihrem Ego unterwegs. Das ist die Schattenseite von der Sonne. Ja, zu sehr im Ego zu sein, Blockaden auf dem, wie heißt es denn, Solarplexus-Chakra, die damit einhergehen können. Hier sieht es aus, als ob die Divine Masculine was gelernt hat. Ja, und das ist nur dieses sich öffnen wollen. Anstatt da mit verschränkten Armen vor dem Solarplexus zu sitzen, zu sagen, nee, nee, also ne, ich halte zwar fest, aber ich gebe auch nicht. Und das ist das, was Divine Masculine jetzt gerade durch Divine Feminine lernt, diesen Kontrollmechanismus mal loszulassen. Ja, und wieder ein bisschen milder zu sein und sanfter zu sein und das auf sämtliche Beziehungen auch übertragen zu können. Ja, als nächstes haben wir Woman Holding a Coin. Ja, Divine Feminine, die hier ne, von diesem Pagen, der von den Trauben ist, praktisch dann in diese Königin aufsteigt, die Situation in der Hand hat, beobachtend ist, aber auch nährend. Ja, das ist also nicht, dass man sich jetzt irgendwie zurückhält, sondern das ist eine sehr nährende Energie. In den meisten Fällen in dem klassischen Tarot sieht man diese Königin als Schwangere. Das kann jetzt natürlich auf eine Schwangerschaft hindeuten, die sich anbahnen soll, weil viele von uns dann die neuen Kinder auf die Welt bringen sollen. Es geht aber auch nur um Projekte. Das könnte also auch gut sein, dass es hier etwas gibt, was Divine Feminine auf die Welt bringt. Es lohnt sich zu warten. Ja, also Divine Timing ist hier mit am Start. Die Geister, die Engel, Spirit, wie auch immer ihr das ausdrücken möchtet. Die haben eine Menge zu tun. Ja, also, na, das ist ja, also das sind ja nicht nur wir auf dieser Welt, sondern oder ein Twin Flame Paar, wo irgendwie alles arrangiert wird, sondern es gibt ganz viele und es gibt auch ganz viele andere spirituelle Pfade, die nicht unbedingt etwas mit Twin Flames zu tun haben, aber trotzdem mit Synchronizitäten und so weiter. Und die haben eine Menge zu tun mit uns. Und es lohnt sich zu warten. Jetzt gerade, wie gesagt, wenn Divine Masculine sich hier formiert, Dinge sieht, tiefer geht, wie gesagt, mit dem inneren Kind zu tun hat, sich öffnen möchte, auf den richtigen Zeitpunkt wartet, um halt, wie gesagt, diese Kontrollmechanismen loszulassen. Ich denke, dass Divine Masculine da auch sehr drunter gelitten hat in der Vergangenheit. Ja, gerade wenn man merkt, dass man durch so etwas seine Liebe sabotiert, dass man manipulierend ist und sich nicht erklären kann, woher das kommt. Da muss man wirklich ganz tief gehen und Spirit führt uns dahin zum richtigen Zeitpunkt. Ja, manchmal gibt es einfach Prozesse, die dauern, ne, weil alles dunkel ist und man sitzt da und fragt sich, was soll das denn alles? Und auf einmal hat man es. Ja, auf einmal kommt eine Erinnerung oder auf einmal kommt der Geistesblitz. Ne, das ist das, was jetzt hier passiert bei Divine Masculine durch das Kronenchakra, um Dinge besser verstehen zu können. Ja, damit man hier dann eben auch ne, diese Art von Gespräch führen kann, anstatt mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen. Ja, schaut mal, hier sitzt ein Paar, die sind auf einer Stufe. Ja, auch liebevoll miteinander. Das ist nicht irgendwie, du hast dies, das und jenes gemacht, also mit Vorwürfen etc., sondern das ist eine sehr erwachsene und liebevolle Unterhaltung. Wir machen heute ein eher kürzeres Reading. Noch ein paar Karten zum Abschluss. Okay, also zurück zu dem, was du liebst. Ja. Dein momentaner Prozess gibt dir Gelegenheit, neu zu gewichten, was du willst. Das ist super. Ja, also man geht hier diesen Weg entlang. Hier hinten haben wir so ein Gesicht.
Und man beschreitet den Weg. Das kann sein, dass man hier nochmal so ein bisschen Leuten ins Gebüsch rein muss, um da rumzulauern und irgendwie einen kurzen Waldspaziergang macht, etc. Aber man kommt immer wieder auf diesen Weg zurück. Ja, und das ist toll. Also man bekommt auch immer wieder Chancen, neu zu gewichten, was man wirklich möchte. Wir haben Ehrlichkeit ist entscheidend. Ja, also wenn wir ein liebevoller Mensch sein wollen, dann müssen wir wahrheitsgemäß und liebevoll sprechen. Schaut mal, Divine Masculine kommt hier mit der Rose. Ja, und Divine Feminine dreht sich weg. Das könnte sein, dass das bei den einen oder anderen der Fall gewesen ist, weil halt einfach so viel passiert ist. Ja, nur irgendwann, wie gesagt, legt mal das Kriegsbeil nieder und dreht euch mal um, weil ne, Divine Masculine steht hier, hat wie gesagt auch noch seine Maske an. Aber ja, ist halt direkt hinter euch. Ja, und natürlich weiß Divine Feminine das. Aber man kann halt auch, ne, wie gesagt, eiskalt die Schulter zeigen. Ja, das geht natürlich auch, wie gesagt, je nachdem, was bei euch passiert ist. Ne, ist das auch in Ordnung? Nur was wollt ihr? Ja, das ist das Ding, wenn ihr in die Union reingehen möchtet, dreht euch um. Ja, und guckt, dass ihr, wie gesagt, wahrheitsgemäß dann sprecht und zeigt kleine Gesten der Freundlichkeit. Ja, eine einfache Geste der Freundlichkeit kann neue Kraft schenken und Mitmenschen glücklich machen. Hier sind ganz viele Krafttiere mit drauf. Ja, es könnte sein, dass man Botschaften über Krafttiere bekommt. Und ja, Gesten der Freundlichkeit, das kann jetzt tatsächlich etwas über die 3D-Ebene sein, aber eben auch über die 5D-Ebene. Ja, einfach zu signalisieren, okay, ich habe das jetzt verstanden, ich habe mich jetzt auch durch meinen Prozess durchgearbeitet und bin offen dafür. Das ist gut, wenn man diese Signale sendet und ja, in das Feld der bedingungslosen Liebe eintaucht. Irgendwann kommt eben auch die Erklärung und ich denke, da werden auch viele in Tränen ausbrechen, wenn die wirklich wissen, was da tatsächlich dahinter gesteckt hat, hinter dem Ganzen. Meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet was mit dem Reading anfangen und ich sende euch ganz viel Mucho Amor und bis die nächsten Tage. Bye bye.